Hallo und willkommen zu einem ersten Einblick ins Spiel Frostpunk. Da jetzt die Fortsetzung kurz vor der Veröffentlichung steht, dachte ich mir, es wäre ja ganz praktisch, diesen ersten Teil nochmal ganz kurz vorzustellen. Also folgendes schreiben die Frostpunk-Entwickler auf ihrer Steam-Seite. Frostpunk ist das erste Society-Survival-Spiel. Als Herrscher der letzten Stadt bist du für ihre Einwohner und Infrastruktur zuständig. Wie wirst du das Überleben der Gesellschaft sichern? Was passiert, wenn du an deine Grenzen gehen musst? Was für ein Mensch wirst du werden? Ja, da bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann aussieht. Wir sehen uns jetzt noch kurz die wichtigsten Infos an und danach legen wir sofort los. Am Ende werde ich dann die gesammelten Eindrücke nochmal kurz zusammenfassen, also bleibt dran und vor allem diskutiert mit. Alles klar, für die Statistiken bin ich kurz auf SteamDB gehüpft. Eine wirklich sehr nützliche Website, verwende ich gerne und verwende ich auch relativ oft. So, zu den Daten. Das Release-Datum war der 24. April 2018. Rechts sehen wir einen wunderbaren Review-Score von 90,9% mit 97.000 positiven Bewertungen und etwas mehr als 8.000 negativen. Also das spricht schon eine ganz klare Sprache. Aktuell sind so 2.500 Spieler im Spiel. Und was mich immer interessiert, ist die Price History, also wie teuer war es und wie billig war es mal. Der niedrigste Preis, der gemessen wurde im Euroraum, sind 5,99 €. Und der Preis zur Release, lasst mal schauen, war 29,99 €. Aktuell ist auch ein Sale auf Steam, also -70% ist gerade für 9 Euro, knapp 9 Euro zu erhalten. So, sehen wir uns noch die Tags an. City Builder, also Städtebausimulation, Survival, Ressourcenmanagement, Strategie und generell alles, was Freude bereitet. Wichtig noch, es ist ein Singleplayer-Spiel, es hat Steam Achievements, da legen viele auch Wert drauf, ich zum Beispiel. Und dann sehen wir uns die Charts an, also wann haben wie viele Spieler warum gespielt. Zu Release haben wir den deutlichsten Peak mit ungefähr, bisschen mehr als 29.000 Spielern. Und dann gab es nochmal ein paar Zipfelchen nach oben, das waren wahrscheinlich Release-Zeitpunkte von irgendwelchen DLCs. Ansonsten würde ich sagen, für ein Spiel in der Kategorie ist das ganz ordentlich. Hier haben wir noch weitere Daten über den Store, auch über Twitch, wie viel da je zugesehen haben, bla bla bla. Der Monthly Player Breakdown, also nach Monat aufgelistet, wann Spieler hinzukamen oder Spiel haben sein lassen. Kann man sich alles ansehen, wenn man denn möchte. Was nochmal wichtig ist, ist hier die User Review History. Also wie haben die Nutzer das in der gesamten Zeit bewertet? Und insgesamt ist das ein komplett positives Bild, würde ich sagen. Also Spiel scheint denen, die spielen wollen, ordentlich Spaß zu machen. So, dann gehen wir noch kurz auf die DLCs. Was gibt es? Es gibt On the Edge, The Lost Autumn, The Rifts und ein digitales Artbook. Ja. Das wär's zu den Daten und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, dann wird's mal Zeit, ins Spiel tatsächlich reinzusehen. Szenario, ein neues Zuhause ist sogar die Hauptgeschichte. Wunderbar. Um die Zivilisation vor dem Chaos ihres eigenen Untergangs zu schützen, sind wir ans Ende der Welt geflohen. Wir müssen uns anpassen, um zu überleben. Wie werden wir uns dabei verändern? Keine Ahnung, finden wir's raus. We roam the still, cold world. No horizon in sight. Boah, was ist denn das für ein cooles Fahrzeug? Stripped of pride and glory. Ach, die armen Tröpfe, die da draußen rumlaufen müssen, anstatt im warmen Auto zu sitzen. Until the frost stopped it all. Boah, das Intro ist echt richtig genial gemacht. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. Richtig genialer Sprecher haben sie genommen. Thank you.
bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Okay, wieso jetzt die letzte? Wissen die schon, dass ich versagen werde? Ich gebe mir Mühe. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen. Aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten. Jetzt, wo unsere Welt in Scherben liegt. Ja, hilft ja nix, wa? Wir müssen überleben. Boah, das ist schon echt richtig genial gemacht. Warum habe ich das Spiel bis jetzt ignoriert? Ist auch schon 6 Jahre draußen. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Das kriegt man noch hin. Pause. Spielgeschwindigkeit. Sehr schnelle Spielgeschwindigkeit. Das passt also. Ich brauche Kohle. Holz. Nochmal Holz. Ein Haufen Kohle in Form eines Kohlehaufens. Arbeitskräfte. Braucht man dafür Ingenieure? Ja. Sammelt mal, ihr Leutchen. Okay. Kohle. Ein Holz wäre wahrscheinlich auch gut. Wie viel haben wir noch? 5 Stück und 15 Ingenieure, die was tun können. 80 obdachlos. Na, das ist nicht gut. So, hohe Spielgeschwindigkeit. Ach, die Spuren, die sie da haben im Schnee. Fantastisch. Das gefällt mir. Und Kohle geht aber enorm nach oben. Holz, Stahl, Dampfkerne. Essensration ist schlecht. Aber wir haben rohe Nahrungsmittel. Das reicht doch schon. So. Was ist das? Ein Vorratslager. Ach, da wird meine Kohle rein verschifft. Unterkunftsprobleme. Dach über dem. Über dem Köpfen? Über den Köpfen. Ich dachte nur, ich habe einen Hau mit der deutschen Sprache. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Ach, warum denn das? Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Nicht jetzt. Allen eine Unterkunft bauen, das ist ein bisschen utopisch. Für einige. Na gut. 2 Tage Zeit, um 40 Leute einzuquartieren. Schauen wir mal. Einwohner, Zelt. Für 10 Personen. Das heißt, wir brauchen 4 Stück davon. 1, 2, 3, 4. Ja, mache ich doch schon gut. Dann baut mal, ihr Kerlchen. Sonst erfriert ihr nur. Ein Ratschlag, die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Danke für den Tipp. Dann können wir ja die Hälfte wirklich verhungern lassen. Dann hat die andere Hälfte mehr. Noch was ich beachten muss. Heizung ist ausgefallen. Der Generator ist deaktiviert. Die Leute haben Angst zu erfrieren. Ja, verständlich. Während sie schlafen, vielleicht sollten wir den Generator zumindest nachts einschalten.
Ich hätte was Besseres. Jeder kuschelt sich nackt einander und wir nutzen so schöne Filzdecken. Da wird einem gleich warm. Dampfstufe. Ja. Klicken zum Aktivieren. Das sieht cool aus. Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme. Aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Ach, immer doch. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Auch noch. Was soll ich denn noch alles machen? Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Ha, die Leute haben mal wieder Ansprüche. Ich glaub's ja nicht. Könnt ihr mal die Unterkünfte noch bauen? Yay. So, Holzhammer. Die werden weniger unzufrieden. Das ist gut. Sanitätsstation, Nahrungsmittel, Speisehaus. Was ist das? Straßen. Straßen. Da ist meine Pubertät wieder durchgekommen. Das kostet ja auch schon Holz. Hilft ja nichts. Hilft ja alles nichts. So. Ich sollte vielleicht mal ressourcenschonender bauen und nicht hier einfach Zeug verbraten, das ich mir eigentlich nicht leisten kann. So ein Speisehaus. Ja, Straße ist ja in der Findungsphase, würde ich sagen. So, ich habe so einen leichten Symmetriezwang, was das angeht. Oh, das passt doch. Schönes Speisehaus. Und Rohnahrung kriege ich dann aus der Jagdhütte. Versprechen gehalten. Schutz vor Wind und Wetter. Cool, die Hoffnung steigt. Ja, habe ich das geschafft. Ich war doch gerade bei Jagdhütte, oder? Die hier ansässigen Jäger jagen jede Nacht und spüren ihre Beute im eisigen Ödland außerhalb der Stadtgrenzen auf. Sie liefern bis zu 15 Rohnahrung pro Tag. Das ist nicht schlecht. Wie läuft's mit dem Sammeln? Nur 14 Holz? Es ist 22.40 Uhr. Wieso arbeitet ihr nicht mehr? Na gut. Dann lass mal das mal schneller laufen hier. Vielleicht arbeiten die besser, wenn sie irgendwie erholt sind. 3 Kranke? Das ist aber nicht gut. Die liegen doch extra da draußen vom Generator in der Wärme. 4 Leute haben leichten Schnupfen. Okay. Sind zumindest nicht schwerkrampf. Immerhin sind wir noch am Leben. Nicht alle hatten so viel Glück. Gehen wir an die Arbeit. Wir können jetzt nicht nachlassen. Das würde ich aber auch sagen. Vor allem Kohle brauchen wir echt viel. Hält nur etwa 2 Tage. Ja gut, die sammeln ja gerade nach. Aber was ist, wenn der Kohlehaufen nicht mehr Kohlehäufchen macht? Außer Betrieb. Okay. Arbeiter. 40 Stunden für eine Standardmahlzeit. Okay, und was wir dringend brauchen, ist ja jetzt die Jagdhütte. Aber wie? Die jagen außerhalb. Ich sehe hier kein Wild. Gehen die da hoch? Kann man es einfach hier nebensetzen? Finden wir es raus. Sollen sie auf jeden Fall erstmal bauen. So, sehe ich irgendwo Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert. Und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurückgelassen haben. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittlichere Gebäude zu entwerfen. Okay. Vielleicht sollten wir auch was gegen die Obdachlosigkeit tun. Die müssen sich ja nicht alle einen Schnupfen holen. So. Ich glaube, das zählt. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Das soll doch jetzt erstmal passen. Wie viel hat das überhaupt gekostet an Holz? 10 Stück. Seid ihr wahnsinnig. Verbraucht doch lieber nur ein Holz dafür. Zumindest Kohle ist in Ordnung. Jagdhütte, maximal Arbeiter. Dann müssen wir beim Kohlehaufen vielleicht ein bisschen was reduzieren. So. Und beim Holzhaufen
Wo ist denn mein Holzhaufen? Ach, den haben sie abgetragen. Das war aber schlecht für mich. Hier sind ja noch ein paar mehr Holzkisten. Okay. So, dann erwarte ich aber jetzt auch, dass die Rohnahrung besorgen. Und ihr Leute, ihr müsst euch vermehren. Ich brauche mehr Arbeitskräfte. Hilft ja alles nichts. Wir haben eine weitere Nacht überstanden. Das ist doch schon mal was. Wenn man die Umstände bedenkt, geht es uns eigentlich ganz gut. Und das will ich aber auch meinen. Dampfstufen muss man erforschen. Bereichseinstellung, Wärmesicht. Ja, gut. Wieso wohnen nicht alle im Generator drin? Der ist schön warm, anscheinend. Ist das nicht so ein blöder Verbrauch, wenn man den an der Kälte... Egal, ich bin kein Überlebender eines Frostgebiets. So, was ist hier? Funktionsfähig. Produktion konnte nicht fortgesetzt werden. Benötigt Rohnahrung. Ja, ich dachte, die liefern hier. Ja, gleich kommt zumindest was rein. Ja, dann wollen wir die Arbeiter mal abziehen. Hätte auch gern tatsächlich eine Ansicht. Vielleicht sehe ich das noch nicht. Ah, hier vielleicht. Arbeitslos 3 Stück. Ran an die Kohle, Jungs. So, ich brauche irgendwas vielleicht für die Gesundheit. Eine Sanitätsstation. Vielleicht nicht neben die Nahrungsmittelstation. Hab allerdings auch keine Ahnung, wo sonst hin. Hier vielleicht. Neben die Straße, die man da gleich hinbauen. So. 3 schwerkrank. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das ist jetzt nur ein heftiger Schnupfen. Und nichts Schlimmeres. Vielleicht ein abgefrorener Zeh oder so. Damit wird man noch klarkommen. Setzt euch in Bewegung, Leute. Wir haben noch einiges vor. Schwer Kranke behandeln. Einer unserer Leute ist ernsthaft erkrankt. Wenn wir das Gesetz für radikale Behandlungsmethoden unterzeichnen würden, werden die Schwerkranken in einer medizinischen Station behandelt, könnten aber zu Amputierten werden. Alternativ können wir uns auch dafür entscheiden, das Gesetz zur Verlängerung des Lebens zu unterzeichnen. Auf diese Weise werden sie am Leben gehalten, bis wir ein Krankenhaus errichten. Gesetzbuch öffnen. Ich mach doch gerade ein Krankenhaus, oder? Radikal ist nie gut. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Die Schwerkranken werden nicht behandelt und bleiben eine Bürde. Die Schwerkranken belegen Betten in Sanitätsstationen. Wir könnten Friedhof machen. Nee, die werden bestimmt wieder gesund. Keine Ahnung. Im Moment nicht. Im Moment würde ich sagen, müssen wir die noch nicht amputieren. Oh oh. Schlechtes Gesundheitswesen. Kaltes Zuhause. Benötigt 12 Kohle, um diese Dampfstufe einzuschalten. Kann ich doch noch gar nicht. 200% Kohleverbrauch. Wollt ihr mich verarschen? Was haben wir hier? Außer Betrieb. Ah, da brauchen wir Ingenieure. Außer Betrieb, weil das zu weit weg ist. Es muss mindestens kühl sein, damit die arbeiten können. So ein Mist. Wieso frieren die sich den Wanster ab? Na gut. Verständlich. Dann keine Arbeitskräfte da. Oh, das hätte man mir sagen können. Gebäude demontieren. Ah, vielleicht besser als abreißen. Ich hoffe, ich erfriere nicht im Dienst. Dann mach dir ein paar warme Gedanken. So, dann müssen wir die Sanitätsstation aber aktuell hier mitten reinbauen. So. Jungs, kommt schon. Es hängt euer Überleben davon ab. So, rein mit den Ingenieuren. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör, aber anscheinend zu kalt. So.
Frostbeulen. Einer unserer Leute ist schwerkrank. Diagnose: Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kälte arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall. Wir müssen handeln. Ich verstehe. Okay. Ist ja nur ein bisschen Unzufriedenheit. Brauchen die dann irgendwie... Was haben wir denn? Sammelstelle. Rohstoffe aus nahen Kohlehaufen. Okay. Und wieso brauchen sie das explizit? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich habe keine Ahnung. Dann wollen wir mal die Straße hier weiterführen. Für 10 Holz. Mensch, ist das teuer. Ja, Straßen werden gebaut. Das ist sehr schön. Und Sammelstelle kann ja dann hier ran. Würde ich mal behaupten. So, die ziehen wir ab. Da ist eh niemand dran. Ja, Straße wird gebaut. Hoffentlich irgendwann. So, da stellen wir wieder alle ein. Okay. Ist euch dadurch wärmer? 10 Arbeiter. Vielleicht sind sie unzufrieden, weil sie hier... Da ist doch gar keine Kohle mehr drin. Das ist jetzt schlecht. Da haben wir noch Kohle. Was brauche ich denn? Gesetzbuch, Wirtschaft. Jetzt habe ich einen Wirtschaftstab. Brauchen wir doch nicht mehr. Eine Werkstatt. Braucht die es auch schön warm? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, das wäre doch hier ein guter Ort dafür. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder hier, oder hier, oder hier. Oh, ich kenne mich mit Städtebauern doch eigentlich aus, aber ich bin immer unzufrieden mit dem, was ich kreiere. Ich würde sagen, es kommt dahin. Das kommt einfach dahin. So, eine Werkstatt. Außer Betrieb, mindestens einen Arbeiter und Forschung festlegen. Neue Forschung. Boah, da gibt's aber schon viel. Zeichenmaschinen. Schade, ich habe Zeitmaschinen gelesen. Ermöglicht die Erforschung von Technologien der Stufe 1. Okay. Erkundung. Signalstation, das brauche ich doch. Nicht genügend Holz. Leckt mich. Verbrauche ich zu viel Straßen. Da sind Holzkisten. Ihr sollt doch auch sammeln. Jungs, also irgendwie müsst ihr euch zusammenreißen. So, da ist auch mehr Holz. Sehr kalt. Nicht sehr gut. Da ist Kohle. Wir haben ja sonst keine Kohle mehr. Boah. Und das hier ist nicht sehr kalt anscheinend. Na gut. Ein weiterer Tag, eine weitere Schicht. So ist das Leben. Ja, ja, euch geht's ganz gut, ich weiß. Ein Einwohner ist gestorben. Das ist nicht schön. Dann hätte er mal ins Warme gehen müssen. Der erste Tote, einer unserer Einwohner, ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Können wir die verheizen? Wie so ein Friedhof, ist doch gutes Brennmaterial. Na gut. Ein Friedhof. Friedhof, wieso steigt jetzt die Hoffnung? Geil, Zelt und Friedhof. Ja, ist sozusagen ja auch eine Unterkunft für Bewohner. Ja, ja, außer Betrieb das Speisehaus. Zu kalt. Kann man den Generator nicht echt nochmal anheizen? Noch nicht erforscht. Schade. Dann sammelt mal Holz, ihr Jungs. Fehlende Kranke. Menschen in Behandlung gehen erst zur Arbeit, wenn sie... Achso, ja, ja. Die haben den gelben Schein erhalten. Beziehungsweise den... Boah. Eine Krankschreibung halt. Funktions... Okay. Eine zerrissene Familie.
Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Speerteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Natürlich. Eine neue Forschung. Rohstoffe. Schnelleres Sammeln. Kohlegenerator, Sägewerk, Stahlwerk. Vielleicht Ausrüstung für Jäger. Dank besserer Schneeschuhe und Tarnkleidung kehren Jäger, die von der Jagdhütte aus aufbrechen, mit mehr Rohnahrung zurück. Braucht man. Das braucht man. Nahrung ist wichtig. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich bin auch fett. Ich habe da einen unfairen Bias. Habe ich das Gefühl. Dreimal fehlen. Ja, und? Noch ein Einwohner. Das ist aber schlecht. Wieso sterbt ihr alle? Ich kümmere mich doch so gut um euch. So, der Friedhof muss jetzt aber wirklich nicht so... würde ich mal behaupten, so nah sein. Macht man den da oben hin? Neben die Sammelstelle. Das ist ein bisschen demoralisierend. Oder soll der nah hin? Warum soll ein Friedhof... Ich will nicht beim Friedhof wohnen. Ich will gar nicht auf dem Friedhof. Ich weiß, Entscheidung über Entscheidung. Sag mal hier hin. Ich hoffe, das passt. So, Straße. Straße. Na also. Wieso hat ein Friedhof eigentlich eine Überdachung? Friedhof errichtet, die Hoffnung steigt. Na, das sehe ich eigentlich anders. Ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Von hinten hoffentlich. Finde Wege, um Hunger, Krankheiten und Apathie zu besiegen. Ja, warum nicht? Bestattungszeremonie, muss das sein? Radikale Behandlung, Suppe. Wir können Suppe anstelle von richtigen Mahlzeiten zubereiten, um mehr Menschen mit derselben Menge Rohnahrung zu ernähren. Die Hoffnung sinkt leicht, die Unzufriedenheit steigt und das Essen der Suppe wird Unzufriedenheit hervorrufen. Zusatzstoffe? Wir können den Mahlzeiten Sägemehl zusetzen, damit sie besser sättigen. Dadurch werden sie aber nicht leckerer oder gesünder. Ach, das klingt gut. Her mit dem Sägemehl in meiner Suppe. Sägemehl im Brot? Was kommt als nächstes? Steine als Kopfkissen? Ich finde schon... Weiß nicht, so eine sättigende Mahlzeit, auch wenn Sägemehl ist oder beigemischt, ist schon wichtig eigentlich. Minus 40 Grad draußen. Hui! Was macht denn eigentlich meine Forschungsstation? Im Moment nicht gut. Ja, ja, geht an die Arbeit. Boah, was dampft denn hier so? Ausrüstung für Jäger erforscht. Wunderbar, dann macht man die nächste Forschung. Heizung. Heizkörper. Auf jeden Fall, dann können wir vielleicht die nächste Stufe erreichen. Und wir haben kaum noch Kohle. Kaum noch Kohle. Das reicht für etwa 2 Tage. So, dann bauen wir vielleicht doch noch einen Weg. Das ist der Weg, wie es abgeht. Hier vielleicht. Sure. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Generell finde ich das Spiel bis jetzt ziemlich gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Vollpreis in Anführungszeichen nur bei 30 Euro lag. Die Grafik ist gut, das Setting und die Atmosphäre sind fantastisch. Der Soundtrack, vor allem der Sprecher und auch die generelle Akustik ist aber auch echt überzeugend. Das Einzige, was mir vielleicht nicht so gefällt, ist die starke Beschränkung, die wir eventuell beim Bauen haben. Keine Ahnung, aber wenn wir nur dieses mittelgroße Loch für unsere gesamte Stadt haben, würde ich das ein bisschen schade finden, weil ich eben immer der Meinung bin, größer ist besser und hier würde ich eben auch ein großes Loch bevorzugen.
Ah, das ist nur ein marginaler Kritikpunkt. Ich bin da eh etwas komisch, was die Größe in Spielen angeht. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.